Hapü, Leute, fast 40 Grad draußen. Ne, ich habe keinen Bock rauszugehen. Wir machen ein reines Indoor-Video. Was machen wir heute? Einen kleinen Produkttest sozusagen mit Spiralkartoffeln. Ich wurde angeschrieben von der Firma Uten, ob ich nicht dieses oder jenes Gerät testen möchte. Und dann habe ich gesehen, die haben einen Spiralkartoffelschneider, habe geschrieben, das wäre was. Und schwupps, habe ich den daheim gehabt. Und ich persönlich wäre ja blöd, wenn ich sowas ablehnen würde. Also, das ist er. Wie gesagt, von der Firma Uten. Das Einzige, was mir bis jetzt negativ aufgefallen ist, hier an der Seite ist er noch etwas scharfkantig. Aber da kann man selber mit dem Schmirgelpapier drüber gehen. Also das ist nicht das große Problem. Ja, und ein klein bisschen leichter könnt ihr zum Kurbeln gehen. Aber ich glaube, das wird ganz gut funktionieren. Ich zeige euch noch, wie das Ding vorher in der Verpackung ausgesehen hat. Bevor ich ja, den so vorbereitet habe. Gehen wir rüber, legen wir los. Bevor ich es vergesse, bei Amazon eben, ich glaube 21 Euro kostet das Teil. Ich verlinke das unten dann noch. Gummifüße sind dran. Ja, alles soweit wunderbar. Dann ziehen wir mal hier zurück. Dann, weil wir wollen ja Spiralkartoffeln. Stechen wir hier mal rein. Na? Und wie gesagt, ich habe das Ding auch noch nicht ausprobiert. Das ist jetzt mein erster Versuch damit. Ich habe absolut noch keine Ahnung, ob und wie das funktioniert. Oder steckt man so rum durch? Ich bin jetzt echt gespannt, was hierbei rauskommt. Ich zoome euch mal ein bisschen näher her. Weiter vor geht er nicht. Tja, dann bleibt halt ein kleiner Rest von der Kartoffel übrig. Ich schmeiß erst einmal die Kartoffeln durch die Gegend. Macht ja auch Sinn. Ja, mächtige Trümmer sind das schon. Und dann machen wir gleich alle vier Kartoffeln, drei hätte ich jetzt fast gesagt, schnell fertig. So, also komplett aus Edelstahl das Gerät. Wunderbar. Also das hat jetzt einmal sehr gut funktioniert. Jetzt schauen wir, dass wir die Kartoffeln hier schön auffächern. Wie mache ich das jetzt am blödsten? Einfach mal so auseinanderziehen. Ein bisschen nach unten. Also da dürfte natürlich auch mit ein bisschen Übung dürfte das wesentlich besser gehen. Eine klauende Hand, ich weiß nicht, ob man es jetzt gesehen hat. Mein Schatz will das anscheinend auch probieren.
Vielleicht gibt es auch XXL-Schaschlikspieße. Keine Ahnung. Ach so, lassen wir das jetzt ganz einfach. Oh, und ich breche jetzt den Stängel ab. Verdammte Axt. So, das muss ausreichen. Also, wie gesagt, etwas Verlust haben wir. Ist nun mal so. Müssen wir damit leben. Schatz, hast du auch aufgefächert? Das reicht schon so. Leg's her. Dann haben wir die vier soweit fertig. Und die kommen jetzt in die Fritte. Bei wie viel Grad haben wir gesagt? Circa 150 Grad werden die ganz einfach jetzt mal vorfrittiert. Würzen dann wie man möchte. Ich habe hier einmal Johnnys Bommesalz und einmal Bratkartoffelwürzmischung. Man kann natürlich auch ja, Salz und Paprika, Pfeffer nehmen, was man möchte. Aber ja, hauen wir es in die Fritte. So Leute, wie gesagt, Fritte auf 150 Grad. Und da tun wir die jetzt ganz einfach mal vorfrittieren. Ich mache jetzt immer zwei Stück auf einmal. Und die lassen wir jetzt so 2, 3, 4 Minuten irgendwie sowas um den Dreh in der Fritte drin. So Freunde, das waren jetzt ja, knappe 3 bis 4 Minuten. Schauen wir mal rein. Also ich lang da jetzt nicht mit der blanken Hand, nein. Und ja, man sieht eindeutig, die sind vorfrittiert. Also da müsste ich vielleicht jetzt auch noch ein bisschen mich abspielen, um hier eine genaue Zeit rauszubekommen. Aber ich denke, es wird mit der Zeit dann vielleicht noch passieren. Dasselbe Spiel mit den anderen Zweien. Die könnte man ja jetzt vielleicht 5 Minuten drin lassen. Probiere ich ganz einfach aus. So, 5 Minuten wären um. Ja, die sehen auch schon vorfrittiert aus. Dann nehmen wir die jetzt hier auch raus. Ich weiß auch nicht, ob man die zwischendurch vielleicht in ein Wasserbad reinschmeißt oder so. Da sollte ich mich vielleicht nochmal schlau machen. Bloß ich wollte jetzt heute einfach einen schnellen Snack haben. Ach, Gott sei Dank nicht ganz runtergefallen. Sondern bloß auf das Holzbrett hier. Ja Leute. Moment. Absturzgefährdet sind sie, hat man gerade gesehen. Ich lasse die jetzt noch komplett einmal abkühlen. Ja, ein bisschen brauchen sie noch. Und wenn sie dann komplett abgekühlt sind, drehen wir die Fritte auf 170, 180 Grad. Und dann kommen sie ganz einfach nochmal rein, bis sie fertig sind. Bevor ich die jetzt dann gleich bei 180 Grad in die Fritte wieder reinschmeiße, ist mir noch eine Idee gekommen, um zu vermeiden, dass die ja so flach gedrückt nachher aussehen. Man könnte jetzt ein Edelstahlblech nehmen. Moment. Einmal unten flach, dann hoch und dann wieder flach. Oben Löcher bohren, dass man die Spieße dann reinstecken kann, dass die da ordentlich auskühlen, ohne dass sie sich verbiegen, verquetschen, verwinden. Ich glaube, da werde ich vielleicht noch was basteln. Ja. So Leute, nächste Runde. Ups. Frittieren bis fertig. Zwischendrin habe ich jetzt gerade schon mal gewendet. Der Dunstabzug ist natürlich an und
Da schwimmt schon ein Teil einzeln rum. Mittlerweile schwimmt das Ganze auch. Und das probiere ich jetzt einfach einmal. Also das Kartoffelchen war schon mal sehr gut, das Stückchen hier. Schau mal rein. Ja. Ich würde mal sagen, das ist soweit ganz gut. Holen wir es raus, tun wir die nächsten rein. Ich habe natürlich keine Lust mehr, die Finger zu verbrennen. Lalalala. Unser Absturz hier. Und wieder rein in die Fritte. Wie lange war das jetzt nochmal? Ja, nochmal so 4 bis 5 Minuten. Und Leute, sieht das nicht richtig geil aus? Ja, Freunde. Und dann können wir mal schnabulieren. Da haben wir sie. Und ja, man kann sie direkt runterbeißen oder eben sich dann immer so ein Stückchen abfetzen. Und einfach genießen. Das waren doch Kartoffeln. Ich habe eine Möglichkeit gefunden, wie ich auch Kartoffeln zubereiten kann. Aber ihr wisst ja, normal stehe ich mit den Dingern auf Kriegsfuß. Ja, herrlich. Einfach nur herrlich. Jetzt schaue ich noch, ob ich noch heute noch irgendwas anderes zum Essen mache. Dann können wir die dazu essen. Tja, auf alle Fälle. Habt ihr das jetzt gesehen? Wie gesagt, danke nochmal an Uten, ja, Uten heißt die Firma, dass ihr mir das Gerät zur Verfügung gestellt habt. Freut mich sehr, sehr gut. 2 Ersatzklingen sind auch noch mit drin. Ich habe jetzt den Griff wieder abgeschraubt, damit ich das Teil wieder in Karton reinstellen kann. Also für 21 Euro, also bitte, ich finde das Ding geil. Die Kartoffeln, ihr habt es gesehen. Die Frittierdauer, Hilfe, wie lange sind die schon drin? Naja, einen kleinen Augenblick gehen sie noch. Funktionieren hervorragend. Ich bin vollkommen zufrieden. Und in diesem Sinne, Leute, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. Und zwar habe ich hier dieses Mal im Wasserbad geschlossener Beutel